Hallo, heute zeige ich euch von Entek ein MIDI-PC-Tower-Gehäuse, und zwar das Modell 302, könnt ihr hier unten sehen, Design von Entek in California. Ein sehr, sehr imposanter Karton mit einem sehr, sehr imposanten und großen Gehäuse da drin, also sehr, sehr wuchtig. Das sind natürlich MIDI-Abmaße für ganz normale MIDI-Tower, aber der ist trotzdem sehr, sehr schwer und ja, einfach sehr, sehr imposant, sagte ich gerade schon. Hier auf der Seite sehen wir den mal eben in voller Pracht von vorne, natürlich jetzt liegend. Ich richte das Ganze gerade mal auf, gucken nochmal eben hier von der anderen Seite, da sehen wir den nochmal offen. Wir werden den natürlich jetzt auspacken und mal ausgiebig begutachten. Schauen wir uns erst nochmal eben die Rückseite an. Hier werden einige Features dieses Gehäuses angepriesen. Unter anderem hier zum Beispiel maximale Erweiterbarkeit. Wir sehen das Ganze fast bis zu 318 mm, 31 cm lange Karten. Damit sind vor allem Grafikkarten gemeint. Dann sehen wir hier maximale Kühlleistung. Wir haben auf der Rückseite noch zusätzlich 120 mm Lüftergitter angebracht, an denen wir entsprechende Ventilatoren befestigen können. Dann hier generell einfache Bedienung für die Laufwerke, vor allen Dingen für die 3,5 Zoll Laufwerke, können wir hier abgebildet sehen. Die werden seitlich eingeschoben und können so sehr, sehr bequem rausgenommen werden mit so einem Einklicksystem hier. Dann gibt es an der Front zwei USB 3.0 Ports, also völlig auf dem neuesten Stand hier dieses Gehäuse. Natürlich auch ein Mikrofoneingang und einen Audioausgang für Kopfhörer zum Beispiel. Das daneben ist der Powerschalter und ich nehme an der Reset-Schalter oder vielleicht eine Power-LED. Hier sehen wir nochmal diese Möglichkeit, 120 mm Lüfter auf die Rückseite vom Mainboard zu schrauben. Das, was hier oben gerade auch schon erklärt wurde, für die maximale Kühlleistung, für die maximale Luftzirkulation. Hier gibt es einen waschbaren Luftfilter, einen Staubfilter, der das Gehäuse hier ein bisschen ja, vor allzu schneller Verschmutzung schützt. Entschuldigung, hier, dass das hier so stark spiegelt mit dem Himmel im Hintergrund. Was haben wir hier unten? Es gibt 8 Erweiterungsslots ja, für Erweiterungskarten und die dürfen, wie gesagt, wird hier oben schon gesagt, 31,8 cm maximal lang sein. Ich sehe gerade, ich hätte das eigentlich von oben nach unten lesen sollen, da das hier in Spalten angeordnet ist. Hier gibt es noch eine weitere Möglichkeit, 120 mm Lüfter anzubringen, und zwar an der Seite vom Gehäuse. Ganz normal, wie das viele Gehäuse haben, an der Seite, wo man den auch öffnet. Und es gibt wunderbar organisierte Kabelschächte hier, um die Kabel hinten im Gehäuse, hinterm Mainboard lang zu verlegen, sodass die auch die Luftzirkulation nicht stören und generell beim Ein- und Ausbau von Grafikkarten zum Beispiel nicht im Weg sind. Das Ganze hier also sehr, sehr gut ausgestattet. Ich werde das jetzt mal hier ein bisschen aufrichten, rausholen und dann schauen wir uns das Ganze mal in real im Detail an hier. Ich habe schon auf, so kam das Ganze auch in der Post. Könnt ihr sehen, hier war der Lieferschein drin, hier war auch der Sticker drauf von DHL. Hier nochmal eben, bevor ich das jetzt öffne, die Features. Das Ganze ist hier in verschiedenen Sprachen verfügbar. Ich habe mal hier gerade das Deutsche rangezoomt ein bisschen. Es gibt hier also 11 Laufwerkschächte insgesamt, davon 3 werkzeuglose 5,25 Zoll Laufwerkschächte für große optische Laufwerke, zum Beispiel DVD, Blu-ray Laufwerke und sowas. Dann gibt es 2 2,5 Zoll Laufwerkschächte, die innenliegend sind, zum Beispiel für SSD-Laufwerke oder andere 2,5 Zoll interne Laufwerke. Und es gibt 6 werkzeuglose 3,5 Zoll Laufwerkschächte interne. Hier können also auch jede Menge ganz normale 3,5 Zoll Festplatten eingebaut werden. Als Mainboard-Formate kann man natürlich das Standard-ATX-Format verwenden, das große, dann Micro-ATX, die kleinen Boards und auch das Mini-ITX-Format. Da sind alle Schraubbefestigungen für vorhanden hier auf dem Gehäuse. Es gibt 8 Erweiterungssteckplätze für Steckkarten, zum Beispiel Grafikkarten, Soundkarten, USB-Hubs oder was auch immer man sich da einstecken möchte. Die maximale Länge der Grafikkarte oder überhaupt der Einbaukarten beträgt 31,8 mm bzw. 12,5 Zoll, sagte ich euch gerade schon. Und die maximale Höhe des CPU-Kühlers beträgt 17 cm, da der ansonsten wahrscheinlich an die Außenwand des Gehäuses stoßen würde. Hier sehen wir nochmal das Kühlsystem im Überblick. Das lese ich jetzt nicht im Einzelnen vor. Könnt ihr euch ja eben anhalten. Das Ganze hier auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich. Es gibt eine perforierte Frontblende als Staubfilter, sagte ich gerade schon, damit das Gehäuse nicht ganz so schnell verdreckt. Es wurde auch schon an Wasserkühlung gedacht, sehen wir hier mit gummierten Durchführungen für die Wasserkühlungsleitungen. Also alles wirklich sehr, sehr ausgeklügelt und durchdacht hier. Es gibt einen vergrößerten CPU-Ausschnitt. Ich nehme mal an, dabei handelt es sich um einen Ausschnitt ja, auf der Backplate vom Gehäuse, wo das Mainboard aufsitzt, damit sich da keine Hitze nach hinten hin staut, hinterm Mainboard. Und hier werden nochmal die frontseitigen Anschlüsse, also zweimal USB 3.0 und Audio In-Punkt-Out, wie ich das gerade schon erwähnte, benannt. Ich packe den jetzt aus. Wir schauen mal eben hier oben rein, was uns hier erwartet. Erstmal ein bisschen Schaumstoff.
Und dann sehen wir hier schon ein wunderbares Lüftergitter. Ich hole den jetzt raus und dann schauen wir uns den im Detail an. Bis gleich. Hier können wir schon mal eben einen Blick ein bisschen reinwerfen. Und zwar sehen wir hier die eben benannten Durchführungen für die Wasserkühlung. Sehr, sehr schön. Hier oben einen großen 120 mm Lüfter für die Kühlung von oben, beziehungsweise das Absaugen der Luft von oben. Und hier haben wir noch eine Beilage auf Englisch, beziehungsweise hier auch auf Französisch. Und ich nehme mal an, irgendwo versteckt sich bestimmt auch die deutsche Version. Eine Kurzanleitung, aber hier steht schon, dass es darin nur generelle Informationen zur Ausstattung hier gibt, werden nochmal die ganzen Komponenten hier erklärt, genau nummeriert. Hier ist das auf Französisch und genau hier unten ist es auf Deutsch. Könnt ihr euch ja eben hier anhalten und durchlesen, wenn ihr davon irgendwas lesen möchtet, sehen wir nochmal genau die Ausstattung. Ich mache jetzt mal weiter, indem ich das Gehäuse hier raushole. Ich habe das Ganze jetzt hier mal befreit und ich bin wirklich sehr beeindruckt, mache wirklich einen sehr, sehr super schönen Eindruck. Wir fangen mal hier oben an mit dem großen 120 mm Lüfter mit schwarzen Lüfterblättern. Hier hinten sagte ich jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, die Ein- und Auslässe für die Wasserkühlung. Sehr, sehr schön, dass hier mitgedacht wurde, dass man hier sein Gehäuse nicht selber zerbohren muss, wenn man das ordentlich lösen will. Hier mal eben die Front, auch sehr, sehr schön, wie ich finde. Hier oben mit zwei USB 3.0 Anschlüssen, wie angekündigt. Die beiden Audioanschlüsse für das Mikrofon auf der linken Seite und rechts für den Kopfhörer. Und wir haben hier einen schönen Powerknopf. Und das ganz kleine hier, das ist ein Reset-Knopf, könnt ihr vielleicht sehen. Da muss man Finger ein bisschen drehen, dann kommt man auch da dran. Hier die Front allgemein sehr, sehr schön designt, finde ich, mit diesem Lochblech-Design, hätte ich jetzt fast gesagt. Was schade ist, ist, dass es keine Blenden gibt für DVD-Laufwerke. Wenn man jetzt zum Beispiel ein altes weißes DVD-Laufwerk hier einbauen möchte, dann gibt es keine Blenden, die das dann in Laufwerksoptik halten, die dann hier so einen Knopf haben, der dann nach innen auf das Laufwerk durchdrückt, auf die Auswerfentaste. Das gibt es hier leider nicht. Hier sieht man also von vorne nach wie vor die Laufwerke. Aber ansonsten ist das Ganze hier wirklich sehr, sehr edel. Hier vorne sehen wir, das Ganze ist offen, damit hier auch optimale Luftzirkulation gewährleistet ist. Hier unten gibt es noch einen wunderschönen Entec-Schriftzug. Und das ist alles Aluminium hier, könnt ihr vielleicht hören, oder zumindest Blech. Es ist auf jeden Fall kein Kunststoff, nichts hier ist Kunststoff, das hier dürfte Blech sein. Und das macht einen sehr, sehr hochwertigen und sehr genau designten Eindruck. Schauen wir mal eben an die Seite hier. Da gibt es den angekündigten 120 mm Lüfter, beziehungsweise ein Lüfter ist nicht drin, sehen wir schon, sondern das ist nur eine Anbringung für einen solchen 120 mm Lüfter. Können wir von innen natürlich dagegen schrauben. Gehen direkt mal weiter zur Rückseite. Da haben wir einen weiteren 120er Lüfter und hier ist sogar einer hinter verbaut. Können wir sehen, schauen wir uns gleich von innen natürlich an. Hier gibt es die 8 Erweiterungsslots für Erweiterungssteckkarten für PCI oder PCI-Express-Karten. 8 Stück an der Zahl. Die werden hier von der Seite festgeschraubt. Also hier an der Stelle gibt es kein Klicksystem. Das haben ja auch manche Gehäuse, dass man die Karten hier einklicken kann. Was allerdings praktisch ist, dass man hier diese Schrauben von außen am Gehäuse erreichen kann und die Einsteckkarten somit von außen lösen und befestigen kann, was natürlich insofern sinnfrei ist, weil man das Gehäuse, den Gehäusedeckel sowieso öffnen muss, um dann an die jeweiligen Karten dran zu kommen. Hier sehen wir, das Ganze ist überall großzügig mit Lüftungsgittern besetzt, sodass überall die Luft ein bisschen rauszirkulieren kann. Das ist sehr, sehr schön, nicht zugebaut. Hier kommt natürlich die zum Mainboard passende Slotblende rein für die ganzen Anschlüsse, damit das hier auch noch einigermaßen abgedeckt ist, könnte man natürlich prinzipiell auch noch offen lassen, um noch mehr Luftzirkulation hier zu gewährleisten. Das ist hier wirklich an allen Stellen, wo es nur irgendwie möglich ist, wo es die Stabilität nicht beeinträchtigt, ist das hier mit Lüftergittern versehen. Hier oben an der Rückseite auch ganz interessant und vor allen Dingen sehr luxuriös für PC-Gehäuse haben wir eine eingebaute Lüftersteuerung. Die können wir direkt betätigen für High und Low. Könnt ihr vielleicht sehen, das H und das L, also für eine hohe und eine niedrige Drehzahl. Und ich denke mal, diese Lüftersteuerung, die bezieht sich dann hier auf den hinten und auf den oben eingebauten Lüfter, denn die sind ja schon vorhanden. Wenn wir uns gleich von innen anschauen, wo diese Schalter hingehen, die Kabel davon. Das Netzteil, das wird hier unten drin verbaut, nicht wie oben in der Gehäuseecke, so war das früher. Das wird immer öfter unten verbaut, außer in günstigen Gehäusen, da kommt das noch oft vor, dass es nach oben kommt. Ist eigentlich besser, im Grunde genommen, für die Luftzirkulation, wenn es unten sitzt. Können wir hier sehen, Standardbefestigungen für ein ATX-Netzteil. Da drin sehen wir schon die ganzen Anschlüsse vom Frontaudio und so weiter liegen, das schauen wir uns gleich an. Was hier hinten noch auffällt, sind Rändelschrauben, so können wir die Gehäusedeckel hier auch schnell und einfach öffnen, schnell und bequem öffnen, ohne dass wir uns einen Schraubenzieher es besorgen müssen. Das mache ich jetzt mal gerade und dann schauen wir noch mal da rein. So, darauf habt ihr, denke ich, alle gewartet, auf den Blick in das Innere. Wir sehen hier erstmal ein Papierchen. Was ist das hier? Steht nichts drauf? Nein.
ein Löschpapier, nein, ein Rust Protection Papier, also ein Rostschutzpapier. Sehr interessant, kann ich auch noch nicht. Damit das Ganze hier nicht auf dem Transportweg rostet, da kann ich bisher nur diese kleinen Tüten mit dem Trockenmittel drin. Dann haben wir hier, das sind diese Schienen, die man an die 3,5 Zoll Laufwerke maßgeblich befestigt, die dann hier von der Seite eingebaut werden, könnt ihr hier sehen. Die werden dann hier auf diesen Schienen reingeschoben, die braucht man nicht festschrauben, irgendwie braucht man nicht mit Schrauben hantieren, keinen Schraubenzieher zur Hand nehmen, wie auch schon eben beim Öffnen der Seitenabdeckung. Wir sehen da hinten Mainboard, Sockelschrauben sind schon vorhanden, zumindest ein paar. Nein, ganz oben sind keine, so muss man sich noch ein paar dazu besorgen oder die sind hier noch irgendwo drin versteckt vielleicht. Hier sind auch noch ein paar Kabelbinder drin, könnt ihr vielleicht sehen, damit man seine Kabel ordentlich auf der Rückseite verlegen kann. Die hängen auch von hier oben runter. Das sind nämlich die beiden Kabel hier. Hier ist noch eins von den beiden Lüftern, die ich euch gerade zeige. Das sind diese großen 120er Lüfter hier. Hier oben ist noch einer drin. Das war dieser hier, den ich euch gerade von draußen zeigte. Und hier sehen wir auch das kleine Kabel, was von diesen beiden Schaltern hier, die ich euch gerade zeigte, die Drehzahl dann später regeln können. Hier sehen wir das Kabel, was hier an den Lüfter geht. Und von dem anderen Schalter sehen wir das Kabel, was an den oberen Lüfter geht, genau wie ich das vermutet hatte. Hier sehen wir den üblichen 3-Pin 12-Volt Lüfteranschluss. Den können wir auf ein Mainboard setzen oder gegebenenfalls auch mit einem entsprechenden Adapter an unser Netzteil direkt anschließen. Das kommt hier unten rein, sagte ich gerade schon. Der Lüfter, der zeigt dann nach unten gegen diesen schönen Staubschutz. Und da können wir auch von unten mal eben schauen. Das Ganze ist natürlich nach unten hin offen und das Netzteil kann dann von unten sozusagen hier Luft ansaugen. Das Ganze hier wirklich sehr, sehr durchdacht. Hier haben wir die Stecker, die von der Front kommen. Unter anderem hier zum Beispiel USB 3.0 ist das hier und USB 2.0, dieses kleine Anhängsel hier. Und da gibt es noch einen kleinen Hinweis hier, dass man entweder USB 3.0 nur oder USB 2.0 anschließen kann. Also man kann nicht beide auf einmal anschließen, könnt ihr hier links sehen. Man kann nur USB 3 oder USB 2 anschließen. Beides zusammen funktioniert logischerweise nicht. Sind ja nur zwei Anschlüsse vorne dran. Dann haben wir hier die üblichen Anschlüsse für die Power-LED, den Power-Button, den Reset-Button und so weiter. Also alles, was an der Gehäusefront nachher zu sehen ist. Und hier ist noch der Anschluss für das Front-Audio, für das HD-Audio, für den Mikrofoneingang und den Kopfhörerausgang. Der Lüfter, der hier oben drin steckt, das ist übrigens noch eine ganze Ecke größer als 120 mm. Das fällt mir gerade erst auf. Ich habe jetzt das Format nicht mehr im Kopf, was das war. Auf jeden Fall ist das hier hinten ein 120er und der hier oben, ich schätze mal, mindestens ein 150er oder vielleicht ein 160er. Hier rechts daneben haben wir noch die drei Einschübe für die 5,25 Zoll Laufwerke, zum Beispiel für Blu-ray, DVD und so weiter, je nachdem, was man sich da einbauen möchte. Und ja, die werden auch hier von so einem praktischen Einschubsystem, hier steht Pull, da muss man wahrscheinlich dran ziehen, um das Laufwerk zu lösen und kann es dann einfach nach vorne hin rausziehen. Hier sieht man auf jeden Fall schon, dass hier sehr große Sorgfalt angewendet wurde, zum Beispiel auch wie die Gehäusekabel hier von hier hinten runterkommen. Ihr könnt das sehen, die sind da hinten schon in so einem Schacht verlegt und dann auch hier unten nochmal festgeklebt. Das muss man zwar sowieso lösen, aber daran sieht man, das sind so kleine Details, daran sieht man, hier wurde sich wirklich Mühe gegeben, damit man sich hier wirklich einen sehr, sehr schönen PC zusammenbauen kann, damit auch der Einbau fast schon zum Vergnügen wird. Hier sehen wir das Ganze nochmal eben von der anderen Seite und hier fällt auch direkt wieder auf, hier sehen wir das Kabel, was ich gerade von vorne euch zeigte, die Gehäusekabel, die von oben kommen. Das kann man hier wirklich alles sehr, sehr schön versteckt verlegen, sodass es vorne nicht irgendwie die Luftzirkulation stört oder auch wenn man mal irgendwas ausbaut, wie gesagt, das kann sehr, sehr störend sein. Hier unten sehen wir ungefähr 1 cm oder 1,5 cm Raum auf jeden Fall hinter der Mainboard-Platte, sodass wir hier richtig viel Platz haben, um auch nachher noch unsere überflüssigen Kabel vom Netzteil zum Beispiel zu verstauen, wenn das nicht sowieso schon Kabelmanagement bietet und man diese Kabel abziehen kann. Was auch noch sehr schön ist, wenn man das Gehäuse schließen möchte, dann kann man die Seitenwände hier praktischerweise auf diese Rundung da in der Ecke setzen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, genau so, und kann die dann hier praktisch wie so eine Tür zumachen. Das hält dann hier einigermaßen sicher, könnt ihr sehen, und dann hier hinten mit den Rändelschrauben, wie ich euch das gerade zeigte, zuschrauben.